ist natürlich wie bei allen anderen Pflanzen, es gibt eine geschlechtliche Vermehrung und eine vegetative. Was das Besondere bei den Moosen ist, das ist eigentlich, dass die vegetative Vermehrung im Vordergrund steht. Ja, das heißt, dass Teile von Blättern abfallen, dass Teile vom Stämmchen abfallen und aus dem wieder eine ganze Moospflanze wachsen kann. Was zwar eine sehr schnelle Art der Vermehrung ist, aber was natürlich Klone erzeugt, die genetisch homogen sind. Andere bilden sogar eigene Organe aus, sogenannte Brutbecher. In ihnen befinden sich Brutkörper. Das sind kleine Zellhaufen, die ausschließlich der Reproduktion dienen. Bei Regen werden sie ausgeschwemmt und können dann zu neuen Moospflanzen heranwachsen. Enge Räume wie Blattflügelzellen oder Lamellen binden das Wasser durch Kapillarkräfte, wie zum Beispiel hier bei den Torfmoosen. Dadurch wird die Verdunstung in der Mittagshitze erschwert und die Feuchtigkeit bleibt in unmittelbarer Nähe gebunden. Glashaare dienen dazu, um aus der feuchten Morgenluft Tautropfen zu kondensieren. Sie dienen zusätzlich noch als Licht- und Windschutz. Färbung und Pigmente schützen, wie bei uns Menschen, vor zu starkem Sonnenlicht. Eine besonders günstige Eigenschaft der Moose ist es, selbst nach mehreren Monaten totaler Trockenheit wieder Photosynthese betreiben zu können, wenn sie erneut mit Wasser in Berührung kommen. Das Gewebe ist sehr quellungsstark und kann daher Wasser schnell aufnehmen. Kommen Moose mit Feuchtigkeit in Berührung, nehmen sie diese in Sekundenbruchteilen auf und leiten das Wasser in kürzester Zeit in die gesamte Pflanze weiter. Ja, Moose können das Wasser nicht so gut speichern oder nur bedingt speichern. Aber viele Moose können unbeschadet austrocknen und dann, wenn wieder genügend Feuchtigkeit vorhanden ist in der Luft, sei es durch einen Regen, sei es auch nur eine hohe Luftfeuchtigkeit, können sie das Wasser wieder aufnehmen. Und man nennt das poikilohydrisch oder wechselfeucht. Und da liegt sicher ein gewisser Vorteil, weil da die Moose den Morgentau zum Beispiel nutzen können oder die geringfügig erhöhte Luftfeuchtigkeit in der Früh und am Abend. Und darum sind Moose klassische Erstbesiedler. Sie können direkt am Felsen oder direkt auf einer Borke wachsen und sind sozusagen die Erstlieferanten von Humus, auf dem dann in weiterer Folge dann die Gefäßpflanzen wurzeln können. Sie haben in mehrerer Hinsicht eine wichtige Funktion. Einerseits aufgrund ihrer großen Wasserspeicherkapazität, sozusagen nehmen sie das Regenwasser auf und geben es langsam ans System ab. Sei es jetzt nach unten in den Boden oder auch in Form vor allem von erhöhter Luftfeuchtigkeit. Und davon leben oder davon sind Nutznießer natürlich jede Menge Kleinsttiere, Kleinstlebewesen.